Unterrichten Sie in einem Klassenraum ohne stabile Internetverbindung? Kein Problem. Ich bin Aline und ich zeige Ihnen in diesem Tutorial, wie Sie Inhalte auf Alango auch offline speichern können und was Sie dabei beachten müssen. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie Lesezeichen setzen können und dadurch für Sie wichtige Materialien viel schneller finden. Schauen wir uns das direkt gemeinsam an. Um Inhalte in Alango auch ohne Internetverbindung wiedergeben zu können, wählen Sie die Funktion Offline speichern. Klicken Sie bei der gewünschten Datei auf das 3-Punkte-Menü, dann auf Offline speichern. Die offline gespeicherten Materialien stehen im Hauptmenü unter Meine Lesezeichen und Offline-Inhalte zur Verfügung. Unter dem Reiter Offline-Inhalte sehen Sie alle offline gespeicherten Dateien und können diese auch nach Buchtitel oder Medientyp sortieren. Inhalte auf Alango, sowohl aus der digitalen Ausgabe als auch aus dem digitalen Unterrichtsplus, können offline gespeichert werden. Dann sind diese im Cache des Browsers an dem Endgerät hinterlegt, über das man gespeichert hat. Achtung! Achten Sie hierfür darauf, dass Sie auf Alango angemeldet bleiben und den Cache nicht löschen. Inhalte auf Alango können außerdem über den Button Lesezeichen gemerkt werden. Alle gemerkten Inhalte stehen ebenfalls unter Meine Lesezeichen und Offline-Inhalte im Reiter Lesezeichen zur Verfügung und können somit schnell und ohne langes Suchen wiedergefunden und aufgerufen werden. Mit Alango finden Sie wichtige Inhalte verlässlich wieder, mit oder ohne Internetverbindung.